Willkommen zurück hier auf Minecraft OneBlock mit mir. Und wie ihr seht, neues Design, neues Skin. Nach all den Jahren habe ich mir mal gedacht, na, man könnte mal sich ein bisschen upziehen, ein bisschen fein machen. So, wenn ihr dieses Video seht, werde ich wahrscheinlich, werde ich nicht wahrscheinlich, sondern ich werde im Urlaub sitzen. Werde mir ein bisschen die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen, ein bisschen entspannen. Muss auch mal sein. Deswegen. Falls ihr im letzten Video irgendwas reingeschrieben habt, werde ich erst im nächsten Video darauf eingehen. Also nicht wundern. Das ist jetzt quasi eine Vorfeldaufnahme. Im letzten Part sind wir ja durch den Red Desert quasi gewandert und haben einiges gefunden. Einige schöne Sachen, die habe ich schon alle einsortiert. Sind alle schon schön drin. Und wir haben den Nether freigeschalten. Ja, da werden wir jetzt heute mal ein bisschen drauf rumhacken und gucken, was dabei rumkommt. Deswegen hauen wir drauf los, und während ich hier ein bisschen die Steine klopfe, nutzt du doch die Möglichkeit, lass gerne ein Like da, kannst gerne Abo-Button smashen und natürlich die Glocke aktivieren. Dann kriegst du ständig Infos, wenn hier was Neues reinkommt. Wir werden demnächst noch weitermachen in den Mods, bisschen technischer. Und auch als technischer Aspekt. Hier gibt es auch Minecraft Create. Gerne rüberschauen, gerne anschauen. Schönes Modpack, macht Spaß. Und wir legen jetzt erstmal los. So. Okay, und ab geht's. Mal schauen, was da so Schönes kommt. Ich habe natürlich immer noch die große Befürchtung, dass hier ein Gas auftaucht. Obsidian? Nein. Blackstone. Sieht aus wie Blackstone, oder? Lass mal gucken. Jo, Blackstone. Nice. Schöner Block. Kann man schöne Sachen mitbauen. Vielleicht kann man den auch irgendwann automatisieren. Mycelium und... Warped Ward Blocks. Nice. Wenn wir jetzt natürlich Strict Touch schon hätten, könnten wir auch ein bisschen mehr mitnehmen. Und da haben wir Rooties. Hallo, meine Freunde. Ja, das Gold könnt ihr gerne da lassen. Freue ich mich drüber. Und, oh, ein Goldschwert. Nicht so das Niceste, aber das hauen wir in die Kiste und dann schmelzen wir es ein. Kann man immer mal brauchen. Gold ist nie verkehrt. Hallöchen. Ancient Debris. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber, oh, Obsidian. Nice. Der erste. Ancient Debris ist natürlich geil. Obsidian lassen wir mal da. So, zu Testzwecken. Und dann brauchen wir mal Sugarcane, haben wir ja angepflanzt. Leder müssten wir auch eine ganze Menge haben. Ja, haben wir. Sugarcane ist gewachsen. Sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. Dann machen wir uns mal. Und Diamant haben wir auch, ne? Machen wir uns mal ein bisschen Papier. Machen wir uns ein Buch. Und dann. Schauen wir mal, Diamanthammer. Und? Nein. Mag er nicht. Nicht schade. Aber ich würde gerne Mycelium und so weiter gerne mitnehmen. So ein bisschen Deko-Blöcke sind nie verkehrt. Ah, der zweite. Wir können uns ja auch mit dem Eis, was wir haben, könnten wir uns auch Basalt machen. Ne? Basalt ist auch ein schöner Baublock. Ja, ich denke, das werden wir machen. Aber so ein bisschen... Ach, nö. Zünd mir nicht das Haus an, du. Ich sag doch, zünd mir nicht das Haus an. Ich sterbe. Und die Hütte brennt.
Die Hütte brennt, das Haus brennt. Ah, alles brennt. Ich sag doch, Holz ist Kacke. Ich glaube, wir müssen auf Stein ausweichen. Und ich bin tot. Bye bye. Komm mal mit. Komm mit. Kommt her. So, Sitz. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd und wirft uns ein bisschen den Zeitplan zurück. Aber wir kriegen das hin. So. Ja, ich habe ja gesagt, ne? Ist jetzt nicht so gut. Aber wir kriegen das hin. Müssen halt einfach auf Stein ausweichen. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen was verloren. Schade. Aber dafür können wir jetzt mal ein bisschen renovieren. Ja, renovieren ist auch mal nicht verkehrt. Wir haben das ja schon ein paar Stunden hier so gesehen. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Uns ein Steinhaus. Das war natürlich absehbar. Schade um das ganze Material, vor allem um die Dias. Ich glaube, ich habe alle dabei gehabt. Ne? Habe ich alle dabei gehabt? Nein. Juh, zum Glück. Aber die Dias-Spitzhacke ist natürlich weg. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber vielleicht hat er auch. Nee, hat er nicht eingesammelt. Aber wir haben anderes Zeug bekommen. Eine Eisenrüstung. Ja, wir hätten Glück haben können, aber normalerweise nimmt nur ein kleiner Umkreis alles an sich. Ja, gut. Nicht so wild. Nicht so wild. Kriegen wir hin. Oh, das Ganze ist jetzt ein bisschen umgebauter, ein bisschen stabiler gehalten. Mir fehlt nur ein Granit, um da hinten die Ecke zu füllen. Es ist noch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist auf jeden Fall ausbruchsicher. Ich komme rein. Die Monster kommen nicht raus. Und sobald wir jetzt ein bisschen mehr Material haben, werden wir das Ganze auf jeden Fall nochmal schöner machen. Aber es brennt auf jeden Fall nicht mehr. Ne, das gefällt mir noch nicht. Ich glaube, ich muss das nochmal modifizieren. Das zumindest. Ich glaube, eine Glasscheibe muss weichen. Ich komm hin. Gut. Der Rest ist ausbruchsicher. Das ist meine Abbaustelle. Hier bin ich sicher. Und die Runde sollte ich vielleicht aus der Schusslinie nehmen. Kommt mal mit. Natürlich schade um das ganze Material. Aber wir haben jetzt einen größeren Bereich. Wird natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger, die Monster zu killen. Aber ist ein bisschen großzügiger. Vor allem je nachdem, was uns jetzt noch hier alles erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach nur, dass wir jetzt ganz schnell das Material wieder zusammenkriegen. Traurig, aber wahr. Okay, so ein Fail passiert öfter. Ne? Aber wir kriegen es wieder hin. Wir kriegen es wieder hin. Wir kriegen unser Material wieder zusammen. Wenn es einmal auftaucht, taucht es wieder auf. Wo sind Skelette? Das ist ganz praktisch. Die kommen da ein bisschen näher ran. Aber hier oben an Silber beschwören, ich glaube, das käme nicht so geil. Na naja, gut. Wer weiß, vielleicht machen wir es. Aber dann brauchen wir auf jeden Fall einen sicheren Ort. Wenn wir irgendwann in den Nether rüberkommen, da uns eine kleine Goldfarm machen. Wow, 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 wow. Ich hab's gesagt, er kommt und er passt halt haargenau hier rein. Hallo? Okay. Hallo?
Okay, so einfach. Danke dafür. Ein Pfeil. Hat er uns jetzt das Dach in die Luft gejagt oder? Ein bisschen. Nur ein bisschen. Ja, das heißt, bei der Monsterparty wird er auf jeden Fall auftauchen. Yay! Nein, bitte nicht. Es geht los. Und schon wieder den Deckel aufgesprengt. Muss das denn sein? Ach, der brennt er, ne? Was sei der Feuer und Flamme hier? Jetzt geht's ab. So. Nein. Ja. Hilf mir. Gott, wie soll ich das schaffen? Ich sterbe. Ich sterbe schon wieder. Nein. Ich bin tot, ich bin sowas von tot. So, endlich sind die Ghasties weg. Ja, haben einen riesen Schaden angerichtet. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas einrechnen. Die Kuh ist noch draußen. Okay. Haben wir noch einen Fans? Ich muss jetzt schauen, dass ich die noch sicher. Warte mal. So. Okay, ihr könnt schon mal nicht raus. Gut, wie kill ich die jetzt, ohne dass die mich killen? Wo ist mein Eisen? Ich habe da vorhin noch Eisen raus. Was ist alles weg? Mal schauen, dass ich die noch irgendwie loskriege. Ich bin sowas von im A. Das glaubt mir keiner, da ist Iron. Ja, die tun mir jetzt erstmal nichts. Das ist ganz gut. Das heißt, ich kann mich hier mal kurz ein bisschen erholen und dann müssen wir hier schauen. Oder oh, da ist noch ein Schwein draußen. Zwei Stück laufen hier noch rum. Da ist noch was drin. Was ist das? Chest. Und da ist auch noch, aber die kommen hier nicht raus. Das ist gut. So, jetzt müssen wir mal schnell Eisen schmelzen. Gott. Okay, also Holztüren. Ja, vielleicht nicht die beste Wahl. Oh mein Gott. Und das Zeug ist anscheinend durchgeglitscht. Ich habe keine Ahnung, wo das ganze Zeug ist. Ich bin so oft verreckt. Ich habe keinen Plan mehr. Oder das Spiel nimmt einfach zu sehr, weil in der Mitte ist nichts gesammelt. Die Turtles sind frei. Ich brauche auf jeden Fall jetzt noch ganz viel Zäune. So, dich kriegen wir ganz schnell los.
So, wo ist der andere? Der müsste jetzt ja auch gleich steil gehen. Ne, der hat nichts mitbekommen. Das ist gut. Oh doch, er hat es mitbekommen. So, dann locken wir ihn mal hier rum. Zum Glück geht es dem Village schon gut, oder? Ich hoffe, ich habe noch nicht nachgeschaut. Da liegt noch was. Oder hat er es gedroppt? Egal. Ich freue mich. So, okay. Joe geht's gut. Angela? Angela geht's auch gut. Oh, Gott, ey, ich sag's euch. Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht damit. Okay, gut. Ich sage, die Tiere müssen hier raus. Geh da weg, Kuh. Aber die sind hier nicht sicher. In keiner Form. Ja, hab gar nicht mitgekriegt, dass die Tür brennt und zack, sind sie frei und dann hast du die Kacke am Dampfen. Metalltür, aber dann kann ich nicht durchschlagen. Ich bräuchte mehr Eisen, dann könnte ich mir ein paar Eisengolems reinstellen. Das wäre natürlich auch super praktisch. Ja, ich brauche jetzt erstmal hier noch eine zweite Chest. So, wir haben Nuggets, Lantern. Die habe ich irgendwo abgeschlagen. Das ist nicht. Hau jetzt einfach mal rein. Keine Rücksicht auf was war, was ist. Gut. Dann muss ich hier irgendwie. Ich muss mir hier irgendwas bauen, dass ich da durchschlagen kann. Aber die nicht durch können. Und dann kann ich von den anderen Seiten reinhuschen. Machen wir das mal so. Aber so kommen die nicht raus. So kommen die nicht raus. Das ist gut. Und dann müsste ich mir hier am besten eine Eisentür reinsetzen. Ich habe keine Lust mehr zu sterben und meine Sachen zu verlieren. So. Und im Notfall kann ich mich ja irgendwie rausbauen. Zum Beispiel hier. Also ich komme definitiv raus. Ja. Wir müssen auf jeden Fall demnächst die Villager vermehren, dass wir uns eine Eisenfarm machen können. Dass wir an Eisen rankommen. Ja, ich wollte die Turtles noch zumachen, bevor die abhauen. Ich komme nicht mehr rein, die kommen nicht mehr raus. Ja, gut. Damit kann ich leben. Gut, nach all den Vorfällen sind wir wieder safe. Wir sind gesichert. Hier kann nichts mehr raus. Wir können hoffentlich nicht mehr sterben. Da oben ist wieder alles aufgesprengt, diese Monsterparty, ne? Das ist super nervig. Du kannst eigentlich versuchen zuzubauen, wie du willst. Ist egal. Gott, wie viel seid ihr schon wieder? Zwei? Das Problem ist, die können rausrennen. So, dann können die schon mal nicht abhauen. So, zwei Schuss. Drei. Gut, erster down. Oh, zum Glück regnet hier. Aber die sind echt nervig, weil die sind ja, das sind ja Sniper vom Herrn, ne? Da muss der echt aufpassen. Ja, ich bin ja froh, dass wir in Nether sind, aber. So. Blazes. Super nervig. Absolut super nervig. Vor allem im Himmel. Und vor allem, wenn du mit Holz gebaut hast. Das ist natürlich noch deutlich schlechter. Aber jetzt sind wir brandsicher. Ausbruchsicher. Wir lernen ständig dazu. Ne? Also, es kann nur besser werden. Und wir haben endlich Lava. Yes. Grüße Marien, nehmen wir auch. Jetzt mischt sich's wieder mal ein bisschen bunt durch. Gott. Weil es Fullblocks drin sind. Hä? Das ist mein Ghastkiller. Ungewollt, aber praktisch. Schauen wir mal, was jetzt noch so kommt. Aber ich glaube, vom Gefühl her würde ich sagen und auch von der Zeit her, dass wir bald durch sind.
Mal schauen. Also ich denke, wir werden noch ein bisschen Obsidian rankriegen. Aber ich würde jetzt wirklich irgendwann erstmal den Enchanting Table machen. Das wäre mir eigentlich wichtiger. Der hat wieder Range. Deswegen gehen wir auf Abstand. Bevor er wieder zum Zombie wird. Interessante Ausbeute langsam. 7. Wie viel brauchen wir für ein Portal? 3, 10. 10. 10 Stück brauchen wir. Plus dann den Enchanting Table brauchen wir 14. Ja, das kriegen wir hin. Spätestens in den nächsten 2 Folgen können wir mal rüber in Nether schauen. Ob der auch hier Void-mäßig ist und wir uns erstmal alles aufbauen müssen. Oder ob da irgendwas auf uns wartet. Und da sind sie wieder. Meine Freunde. Einer oder zwei? Zwei natürlich. Ja, in Create sind sie ein bisschen handzahmer, weil da hocken sie im Käfig. Aber hier rächen sie sich natürlich, ne? Hier haben wir mal neue Lichtquellen, Shroomlights sind schön, wir haben Glowstone. Da können wir echt was Schönes machen. Da können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge uns mal drum kümmern, dass hier alles mal ein bisschen schöner wird. Mit Gastränen werfen sie aber echt um sich, ne? Also das ist überraschend. Überraschend großzügig vor allem. Und Netherite Scrap, Fire Charger und nochmal Lava. Nice. Und dann machen wir nochmal Kassensturz. Was überhaupt hier so zusammenkam. So. Ja. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Nether abgeschlossen. So. Oh, a breeze. Each blows an idol. An idol? Was ist idol? Idylle? Eine Idylle. A breeze of peace blows across the land. Klingt auf jeden Fall mal schick. Klingt sehr entspannend. Nach der Runde wird es auf jeden Fall mal deutlich angenehmer. So, machen wir mal Kassensturz. Wie viel Gold gab es denn? 8 und 5 Nuggets. Das ist eigentlich okay. Das ist eigentlich absolut okay. Haben wir jetzt nicht Maulen? Gastränen hatte ich doch hier, oder? 5 Gastränen, 3 Netherite Scrap, 4 Enchanted Breeze. Also wenn wir noch eins kriegen, können wir 2 Sachen aufwerten. Das ist doch mal ganz geil. Oder habe ich da drüben jetzt aussehen noch eins ein? Nein. Dann haben wir natürlich noch 10 Obsidian. Und Blaze Powder haben wir auch eine ganze Menge. Dann haben wir hier noch ein Goldschwert, was wir einäschern können. Das gehört nicht da rein. Also an sich guter Kassensturz. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns die eine Kiste. Und dann werden wir, bevor wir dann nächstes Mal in die Idylle gehen, erst einmal hier restaurieren, renovieren, umbauen, schön machen und vor allem brandsicher. Das ist das Wichtigste. Aber wir haben einen Cobblestone-Gen. Das ist Gold wert. Das ist absolut Gold wert. Endlich können wir hier bauen, bauen, bauen. Das wird toll. Freut euch drauf. In diesem Sinne, ich gehe mich jetzt erstmal erholen. Es war echt ein heißer Ritt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen in diesem Sinne sage ich tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es dir gefallen hat. Gerne ein Like da lassen, gerne abonnieren, gerne auf die Glocke drücken, dann verpasst du nichts weiter. Auch meine Fails und Kills und was auch immer hier alles passiert. Und natürlich auch Minecraft Create, ne? Andere Playlist, gerne mal rüberschauen. Ist lustig, macht Spaß. Und von daher ciao. Bis zum Umbau. Das hat sich fast gereimt. Also, ciao.